Staatssekretär, Diplom-Verwaltungswirt in der Kommunalverwaltung oder Bachelor of Public Administration. Das sind verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in der Stadtverwaltung. Wenn du auf der Suche bist nach einem sehr zukunftssicheren und wohnortnahen Arbeitgeber, dann solltest du dir einmal die beruflichen Möglichkeiten in der Kommunalverwaltung ansehen. Städte, Gemeinden, aber auch Landkreise oder Bezirke bieten verschiedene Ausbildungswege, aber auch duale Studienmöglichkeiten. Auch schon größere Gemeinden, die über 100.000 Einwohner gehen, führen gerne Assessment Center durch. Und genau um dieses Assessment soll es in diesem Video gehen. Du wirst jetzt erfahren, wie solche Stationen in einem Assessment Center ablaufen. Ich bin Lukas Weigersdorfer, ich bin Diplom-Verwaltungswirt und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. In diesem Video werde ich dir drei wichtige Stationen eines Assessment Center vorstellen. Das sind also drei Übungen, auf die du dich vorbereiten musst, wenn du dich bewirbst und wenn du in ein solches Assessment Center gehst. Sprechen wir aber erstmal ganz allgemein darüber, wie ein solcher Tag abläuft und was das Assessment Center ist. Das Assessment Center wird durchgeführt, nachdem sich alle beworben haben und nachdem der Einstellungstest durchlaufen wurde. Dann lädt man die geeigneten Leute für dieses Assessment Center ein. Das findet dann statt in einem geeigneten Raum in der Stadtverwaltung, vielleicht in einem Saal oder auch in mehreren Räumen. Denn es gibt verschiedene Stationen, die du an diesem Tag durchlaufen wirst. Du wirst nicht alleine eingeladen, sondern du befindest dich in diesem Assessment Center mit verschiedenen anderen Bewerberinnen und Bewerbern. Und ihr werdet zum Teil manche Aufgaben alleine bewältigen. Es gibt aber auch Gruppen- und Teamaufgaben, in denen du dann mit ein paar ausgewählten anderen Bewerbern gemeinsam zum Beispiel ein Problem lösen musst. Also ganz unterschiedliche Aufgaben, die du durchläufst. Man möchte bei diesem Assessment einfach sehen, wie du mit anderen Leuten kommunizierst, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du sozusagen auch im Team ein Problem lösen kannst. Und man möchte dich einfach auch persönlich kennenlernen, denn in diesem Assessment Center findet auch sehr gerne ein Interviewtermin statt. Also ein kleines Vorstellungsgespräch sozusagen zwischen den anderen Stationen, um die Leute auch mal persönlich näher kennenzulernen. Man möchte einfach herausfinden, wer bewirbt sich da bei uns, und bevor man natürlich jemanden einstellt, da will man die Person auch persönlich kennenlernen. Und darum geht es also an diesem Tag. Drei wichtige Stationen eines Assessments. Darum geht es jetzt. Denn es gibt schon bestimmte Aufgaben, die in einem Assessment Center einfach sehr gerne und immer wieder vorkommen. Und eine davon ist die Präsentationsaufgabe. Bei der Präsentationsaufgabe haben wir wirklich eine Übung, mit der wir immer rechnen müssen. Du erhältst eine bestimmte Problemsituation. Das kann eine Situation sein aus dem Behördenalltag und du musst diesen Text erstmal durchlesen, du bekommst eine bestimmte Funktion zugewiesen, eine Rolle, und dann kommt ein klassisches Problem aus der Arbeitswelt, aus dem beruflichen Alltag. Und jetzt ist es an dir, eine Lösung für dieses Problem zu erarbeiten. Es kann sein, dass es ein Problem zwischen anderen Arbeitskollegen von dir ist, dass es eine neue Aufgabe gibt. Die Verwaltung bekommt eine neue Aufgabe und muss jetzt dafür umstrukturieren, eine neue Abteilung gründen. Du sollst Lösungsansätze vorlegen, wie würdest du vorgehen, was sind wichtige Themen. Und du musst dafür einfach auch ein bisschen kreativ sein, weil du musst einfach eine eigene Lösung präsentieren. Darum geht es jetzt, für dieses Problem eine Lösung sich zu überlegen, in Stillarbeit, und dann im Anschluss diese Lösung zu präsentieren. Du präsentierst das Ergebnis dann vor dieser Jury sozusagen, ein paar Leute, die dieses Assessment Center durchführen, eben auch von der Stadtverwaltung sind, und sich dann deine Lösung anhören. Das ist diese Präsentationsaufgabe. Bei manchen Assessments darfst du Medien verwenden, etwa ein Whiteboard oder einen Flipchart. Bei anderen findet die Präsentation dann ohne Medien statt, also nur du präsentierst einfach in Worten deine Lösung bzw. deinen Vorschlag für eine Problemlösung. Das ist also ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie deine Stadt das Ganze durchführen möchte. Viele Präsentationen dauern etwa 10 Minuten. Du hast erst einmal eine gewisse Vorbereitungszeit, zum Beispiel 20 Minuten oder 30 Minuten, in der du eben Zeit hast, eine Lösung zu entwickeln, und dann hast du anschließend noch einmal zum Beispiel 10 Minuten, um deine Lösung vorzustellen.
kommen wir zu einer weiteren Station, die häufig vorkommt, die Gruppenaufgabe oder auch Teamaufgabe genannt. Das ist jetzt keine Einzelaufgabe wie die Präsentation, sondern wie der Name schon sagt, du wirst hier im Team arbeiten. Ein paar Leute werden dafür jeweils zusammengewürfelt, in Gruppen eingeteilt und ihr bekommt jetzt gemeinsam als Gruppe einen Arbeitsauftrag. Wie schon in der Präsentation geht es auch in der Gruppen- oder Teamaufgabe häufig um eine Problemlösung. Also jetzt wird einfach eurer Gruppe ein Problem gestellt, auch zum Beispiel ein Problem aus dem Behördenalltag, also aus der Arbeitswelt, und ihr sollt jetzt darüber diskutieren, sollt Vorschläge einbringen, wie ihr das Ganze lösen würdet. Es gibt aber nicht nur solche Problemsituationen, es gibt auch Teamaufgaben, in denen bekommt ihr einen Arbeitsauftrag, ihr sollt etwas entwickeln, ihr sollt ein Konzept entwickeln für eine neue Behördenstrategie. Die Behörde, euer Oberbürgermeister hat eine bestimmte Idee, was umgesetzt werden soll in der Verwaltung, etwas Neues soll eingeführt werden und ihr sollt jetzt dazu etwas erarbeiten, ein Konzept, die Gesundheit von Mitarbeitern zu fördern, wie man am besten junge, neue Leute anwerben kann. Oder eine neue Abteilung soll gegründet werden und jetzt braucht man 20 neue Leute, die man einstellt. Wo bekommen wir diese Leute her? Wo machen wir Werbung für unsere Leute? Wie können wir Leute auf dem Arbeitsmarkt ansprechen? Das wären solche Ideen. Also ihr könnt als Gruppe auch den Arbeitsauftrag bekommen, irgendetwas zu entwickeln. Dafür braucht man natürlich auch wieder kreative Ideen und man hat vor dieser Gruppenaufgabe häufig auch ein bisschen Zeit, Stillarbeit sozusagen, um sich erst einmal die ganze Situation durchzulesen, um selber mal ein paar Argumente zu sammeln, um ein paar Ideen zu sammeln und dann, wenn das jeder gemacht hat, wird darüber gemeinsam diskutiert und am Ende soll man sozusagen zu einem Konzept kommen, zu einer Vorgehensweise, wie man jetzt hier vorgeht. Und dann wird das Ganze präsentiert, zum Beispiel vor dem fiktiven Oberbürgermeister, und dann wird man sagen, wie man hier vorgeht. Also man kann diese Gruppenaufgabe auch kombinieren mit einer Präsentationsaufgabe, dass eure Gruppe im Anschluss ihr Ergebnis vorstellen muss vor der Jury sozusagen. Bei dieser Gruppenaufgabe ist es wichtig, dass sich jeder einbringt, jeder Ideen und Vorschläge macht und dann die Gruppe einfach zu einem guten Gesamtergebnis kommt, das man dann im Anschluss präsentieren kann. Die Zeit für so eine Diskussion, das sind schon einmal 15 bis 20 Minuten oder auch sogar noch mehr. Und auch wenn du jetzt vielleicht denkst, das ist ja sehr viel Zeit, diese Zeit vergeht tatsächlich sehr schnell. Also haltet die Zeit gut im Auge, denn diese 15, 20 oder 30 Minuten Diskussionszeit sind im Flug vorbei und am Ende muss, wie gesagt, ein Konzept, eine Lösung stehen. Also immer die Zeit im Auge behalten. Kommen wir noch zu einer dritten Aufgabe, die häufig im Assessment Center vorkommt, und das ist das Interview. Ein Interview, das findet statt, wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, so zwischen den anderen Stationen. Es kann aber auch sein, dass es am Ende durchgeführt wird. Das ist also eine Art kleines Vorstellungsgespräch und man möchte jetzt eben dich auch mal persönlich unter 4 oder unter 6 Augen kennenlernen. Nicht nur im Umgang mit anderen Leuten, sondern einfach auch mal ein persönliches Gespräch führen. Dort geht es dann darum, warum du dich beworben hast, deine Motivation für einen Einstieg in der öffentlichen Verwaltung, wie du auf die Stadtverwaltung aufmerksam geworden bist zum Beispiel. Solche Fragen. Also man interessiert sich einfach für dich, was treibt dich an, dass du dich beworben hast, warum gerade der öffentliche Dienst und wo siehst du dich vielleicht auch in der Zukunft. Also gibt es bestimmte Bereiche der Stadtverwaltung, die dich jetzt schon interessieren? All das sind Fragen, die in einem solchen Interview auf dich zukommen. Also am besten bereitest du dich darauf vor, du informierst dich über die Homepage, über die Stadtverwaltung, was gibt es dort im Moment für interessante Projekte, worin entwickelt sich diese Stadt, vielleicht auch ein paar Daten wissen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Stadtverwaltung, welche Sachgebiete gibt es, wie ist der Stadtrat aufgestellt, wer ist natürlich der Oberbürgermeister, die Bürgermeisterin. Solche Fragen muss man auch beantworten können. Es geht also in diesem Interview auch ein bisschen vielleicht um Wissen rund um die Stadtverwaltung. Es geht aber vor allem auch darum, dich kennenzulernen und herauszufinden, warum hast du dich beworben. Also stell dich mal ein, dass solche Fragen auf dich zukommen. Überleg dir schon mal vorab,
antworten und du hast auch häufig in einem solchen Interview die Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen. Also wirklich Themen, die dich noch interessieren, zum Beispiel für das duale Studium oder für die Ausbildung. Wirklich Dinge, die dich noch interessieren. Du hast hier in diesem Interview jetzt auch nochmal die Möglichkeit, den Leuten die Fragen zu stellen, die dir diese Fragen am besten beantworten können, nämlich die Personalverantwortlichen, die auch diese Interviews dann im Assessment Center durchführen. Auf die Anforderungen eines solchen Assessment Centers kannst du dich übrigens mit dem Online-Testtrainer von Plakos für das Assessment Center sehr gut vorbereiten. Die Online-Pakete für die Stadtverwaltungen bieten dir die optimale Möglichkeit, um dich auf das Auswahlverfahren vorzubereiten. Denn neben dem Assessment Center gibt es ja zum Beispiel auch noch einen Einstellungstest, der häufig online durchgeführt wird. Die Online-Testtrainer von Plakos ermöglichen es dir, dass du dich zu Hause online auf deinen Einstellungstest vorbereitest. Hunderte von Übungsaufgaben inklusive Lösungen für jeden Bereich. Logisches Denken, Konzentrationsvermögen, aber auch Allgemeinbildung und Sprache sind darin enthalten. Mehr Informationen rund um die Online-Vorbereitung mit Plakos findest du auch unter diesem Video in der Beschreibung. Dort findest du Links zu den Online-Testtrainern und auf den Plakos-Websites erfährst du dann auch mehr zum Inhalt, wie diese Pakete aufgebaut sind, was dich darin also alles erwartet. Wenn du also Interesse hast an einem Einstieg in der Stadtverwaltung und dich optimal vorbereiten möchtest auf ein solches Assessment Center und auf den Einstellungstest, dann sieh dir gerne die Links unter diesem Video in der Beschreibung an. Und wenn du jetzt noch eine Frage hast zur Einstellung bei der Stadtverwaltung, zum Assessment Center, dann kommentiere gerne dieses Video, schreibe mir deine Fragen in die Kommentare und ich hoffe, du hast mit diesem heutigen Video schon einiges mitnehmen können. Du weißt jetzt schon mehr über das Assessment Center und wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, schreibe dazu gerne deinen Kommentar unter dieses Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ihm einen Daumen nach oben hinterlässt und wenn du diesen Kanal abonnierst für weitere neue spannende Videos zum Einstieg im öffentlichen Dienst. Ich wünsche dir jetzt schon einmal viel Erfolg bei deiner Bewerbung, viel Erfolg im Einstellungsverfahren und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche dann im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage bis bald, mach's gut, dein Lukas.